Also mein Name ist Monika Lange, ich bin die erste Vorsitzende des Vereins. Der Verein betreibt hier das Duisburger Tierheim schon seit Februar 2002 und übernimmt eben zum Teil die Aufgaben der Stadt, zum Beispiel eben die Aufnahme von Fundtieren oder die Aufnahme von sichergestellten Tieren, falls eben niemand da ist, der die Tiere versorgen kann. Ich würde mir für Neuenkamp wünschen, dass es ein Stadtteil ist, wo die Bevölkerung gerne lebt, wo die Bevölkerung also auch etwas unternehmen kann. Wir haben ja hier auch wie in anderen Stadtteilen einen zurückgehenden Einzelhandel. Da würde ich mir wünschen, dass das wieder zunimmt, dass die Bürger Treffpunkte haben, an denen sie sich austauschen können. Und ja, wir viele Besucher bekommen durch unseren neuen Radweg, den wir ja haben, oder auch durch die schönen Wanderwege rund um den Rheindeich. Die Bürger hier im Stadtteil haben uns gut aufgenommen mit dem Tierheim. Unsere Spaziergänger sind ja hier viel unterwegs und es gibt sicherlich den einen oder anderen Menschen, der Hunde nicht so gerne mag. Aber wie gesagt, die neuen Camper sind offene Menschen und wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen. Das schätzen wir sehr. Neuenkamp ist ein schöner Stadtteil. Er ist ein bisschen wie eine Insel. Man kommt hier quasi über Kasslerfeld hineingefahren oder über die Stadtmitte und kann dann eben entlang des Rheindeichs den Stadtteil erleben. Man kann durch die Straßen gehen. Man hat eine sehr gemischte Bevölkerung hier, die man vorfindet. Man hat schöne Plätze wie eine Eisdiele. Man hat ein Schwimmbad, wenn man da mal etwas Sportliches unternehmen möchte. Ja, Neuenkamp ist sehr vielfältig. Ja, ich bin natürlich gerne hier wegen dem Tierheim. So bin ich auch in Neuenkamp gelandet. Das ist meine erste Position, aber dadurch, dass ich mit den Hunden hier in Neuenkamp spazieren gegangen bin, habe ich den Stadtteil natürlich auch erleben können mit den netten Menschen, die man hier trifft, mit der Aussicht. Man kann sich schön am Rhein setzen und den Rhein beobachten mit den Schiffen. Man kann die andere Rheinseite sehen. Es ist einfach sehr erholsam, sich hier in Neuenkamp aufzuhalten.